Oh, aua, aua. Ich drücke immer den falschen Knopf. Oh Mann. Alte Tapete wird auch sehr gut verkauft anscheinend. So. Müll noch aufsammeln, sauber machen und dann bin ich gespannt, was kriegen wir für die Hütte? Es dürfen noch Schätzungen abgegeben werden. Oh Gott. Tiefschwarz die Fenster, Alter. Was ist denn hier passiert? Ein Raucher, der nicht Nikotinzigaretten geraucht hat, sondern absolut puren Teer. Anders kann ich mir das fast gar nicht vorstellen. Ja, das ist auch eine Idee. So wie man das früher gemacht hat bei Wohnungen, ne? Raufaserkörnung, weiß ich nicht, was war das? 52, 54, 56, 58, ich weiß es nicht mehr. Ist schon so lange her. Und Altweiß drüber. Das teure Altweiß, ne? Für den ganz teuren Hasen gab es immer Altweiß. Für den noblen Hasen. Können wir ja ausprobieren. Wir gucken mal, was wir rauskriegen, wenn es zu wenig ist. Ne, dann. Boah. Natürlich, danach konnte man seinen Fantasien immer den freien Lauf lassen. Ne? Aber es war halt immer, das war das Günstigste, was der Vermieter machen konnte, wenn er eh schon eine Malerfirma reingeprügelt hat in die Wohnung. Auffaser und mit Altweiß. Fertig. Gut aus. Das noch meins. Das noch meins. So, jetzt haben wir das, die Hütte ja im Endeffekt sauber. Büro hierhin verlegen. Nee. Ah, Auktionshaus. Wir könnten das jetzt zur Auktion stellen. Aber guck mal,
Wir müssen uns das gar nicht aufschreiben. Denn er rechnet uns das gegen, dass wir 51.000 bezahlt haben. Wir haben für 12.000 Sachen verkauft. Wir sind also jetzt 38.755 im Minus. Und wenn wir es jetzt zur Auktion stellen, weiß ich nicht, ob wir da viel rauskriegen. Schreibt mal in Chat. 1 für wir renovieren noch ein bisschen. 2 für wir versuchen das jetzt einfach mal wegzukloppen. Mit vielleicht Verlust. Okay. Dann 1 in Chat für einfach nur ein bisschen weiß. 2 für den Chat, wenn wir ein bisschen mehr machen wollen. Warum frage ich eigentlich den Chat? Okay. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir sind schon hier oben. Ja, ihr seid die 30 Einigkeit, das stimmt. Okay, fangen wir mit dem Raum an. Wir sind hier drinnen. Wir haben, wenn, dann machen wir alles neu. Also, sofern wir das Geld haben. Ich bin für Streichen statt Tapeten in dem Raum hier. Auf jeden Fall. Decke weiß, würde ich sagen. Erstmal fangen wir damit an. Decke weiß. Genau, hier laden. Weiße Farbe. Graustufe. So. Und wenn ihr damit auch grün seid, könnten wir ja alle Decken erstmal weiß machen. Weil, warum nicht? Und vielleicht können wir dann ja sogar wie beim Putzen eben ein bisschen streichen leveln. Das ist doch auch okay. Das ist ja sonst... Ihr seht es ja, das ist... Ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt beim Gucken, aber... Richtig geil ist die Streichmechanik hier noch nicht. Da war der andere Scheiß geiler. Ich rühre hier gerade, das seht ihr natürlich nicht, weil ja die zweite Kamera noch nicht da ist. Keine Farbe mehr. Alter, ist aber auch, ne? Josie ist wieder viel Farbe hier auf der Rolle. Ich rühre hier gerade mit meinem ganzen Arm auf der Tischfläche rum, um die Decke hier zu streichen. Ha.
Aber man sieht schon, das macht schon mal viel her. Ich finde ja auch, das ist ja auch in Real Life immer so geil, ne? Du, manchmal ist so einfach nur streichen, was das schon ausmacht, ne? Also so Farbe kann so viel erreichen, sag ich mal. Also mit Farbe kann man so viel erreichen. Finde ich immer schon recht krass. Weiß ja nicht, ob ihr das auch so seht. Ach komm, wie wär's mit einem neuen Fähigkeitspunkt? Dann sind wir ja morgen noch nicht fertig. So. Weiße Decke. Vorteilspunkt. Endlich Farbe. Was ist das? Farbsparmaß. Der Roller verbraucht noch weniger Farbe. Du musst kaum noch nach dem Eimer greifen. Ich will das nicht. Ich will das mehr. Mann. Ah. Farbränder festlegen? Hast du Lack gesoffen oder was? Habe ich doch schon gehabt. So, weiße Farbe auch hier. Oh, Moment. Ja, okay, ich glaube, Josie, das ist so ein allgemeines Frauenproblem, sich für eine Farbe zu entscheiden, weil, das geht meiner Frau auch immer so. Dann ist sie schon als Beispiel so, ach ja, so ein schönes Blau, so ein helles, und dann entscheidet sie sich, oder dann hat sie da, dann bist du hier mit diesen Farbkarten zugange, und sie sagt, oh, oder das Blau, oder das Blau, oder das Blau. Und die sind alle gleich. Diese leichten Farbnuancen, die da noch anders sind bei diesem Hellblau. Weißt du, ich bin da so, wie wäre es mit ganz hellem Blau? Schon noch hell bis dunkelblau oder dunkelblau? Das sind meine Farbnuancen. Aber ja. Bei Frauen ist es eher hellblau Nuance 0,001 oder hellblau Farbnuance 0,002. Und du denkst, Alter, ich werde hier gleich irre. Ja, das kann auch sein, ihr Künstler, dass ihr allgemein schlimm seid. Genau, das wären meine Farbnuancen. Azurblau, Marineblau und Mitternachtsblau. Fertig ist der Lack. Aber wisst ihr, was ich schon
was mir hier so aufgefallen ist, du siehst wirklich so ein bisschen, wo du die Farbe gerade gestrichen hast, dass es so ein bisschen noch feucht, also ne, es sieht so aus, als wenn die Farbe noch feucht ist. Und ein paar Sekunden später, seht ihr das, diesen Rand? So als wenn die Farbe wegtrocknet. Das finde ich schon nice, muss ich sagen. Ich hoffe, wir sind gleich vom Level so weit, dass wir ein bisschen mehr Dings abdecken. Gerade so absolute Entspannung pur. Das ist auch wieder so ein Entspannungs-Gameplay, oder? Wie es schon bei Hausbilder und so war. Keine Farbe mehr. Wo ist sie denn? Oh, ich stehe drin. Ah, der Azubi steht wieder im Farbeimer. Oh Mann, ey. Brauche ich hier eine Leiter oder kann ich hier rauf? Ah. Oh nein. Oh. Okay, machen wir mal nur eben so bis hier. Dann fallen wir vielleicht nicht runter. Wenn das so die ganze Zeit gehen würde, ne? So jetzt hier recht einfach, das wäre toll. So. So, folgst der Aussage, schließe ich mich an, habe Gestaltungstechnik Abitur gelernt, die Farbe nach der Raumgröße, dem Lichteinfall, der Himmelsrichtung, der beabsichtigten Stimmung und dem Sinn und Zweck des Raumes auszusuchen. Haben wir bei Ranch Simulator auch gemacht. Da gab es ein dünnsches braunes Badezimmer, von oben bis unten. Da braucht man nun die Nuance zwischen Abendhimmel und untergehender Sonne. Jetzt auch Leute, die würden sagen, ihr seid nicht ganz dicht. Aber nicht ich. Also ich würde sowas niemals sagen. Hä? Achso, die ganze Zeit gedrückt halt. Ich dachte nur, bis er die Farbe aufsetzt. Habe ich innerhalb einer halben Minute vergessen, wie man streicht in dem Spiel. Passiert.
stimme dir zu, ich bin definitiv nicht ganz dicht. Naja, wenn du noch ganz dicht wärst, wärst du nicht hier. Ne? Das hatten wir ja schon mal geklärt. Also, wir sind ja alle irgendwo hier, weil wir nicht ganz dicht sind, ne? Ich habe den Trick jetzt raus. Wir dürfen nicht so viel über Kopf streichen. Dann geht das. Ich meine, gut, dass er hier nicht mehr so viel Farbe braucht, merkt man wirklich. Oh! Ich wollte fast schon sagen, wir kommen. Alter, guck mal, wie viel das noch. Ne? Also, wir kommen mit einem Eimer Farbe lang, dachte ich. Aber nö. Müssen wir noch einen zweiten holen? Dann können wir ja nochmal überlegen. Oh, ach ja. Ob wir noch irgendwo anders ein bisschen Weiß hinklatschen. Und wenn nicht, verkaufen wir den Rest halt wieder. Ein bisschen Kohle kriegen wir ja zum Glück zurück. Wie habe ich eben noch gesagt? Nicht so viel über Kopf, dann geht das besser. Was macht der Kaktus? Er streicht über Kopf. Die Decken. Ey, das ist wie im realen Leben. Decken streichen ist scheiße. Aber wir haben es gleich, hoffentlich. Und dann könnt ihr euch ja schon mal Gedanken machen. Wir sind ja in der Garage. Wollen wir hier noch was machen? Also, ich weiß nicht, würde die Wände sogar fast so lassen? Vielleicht. Aber vielleicht nochmal nach dem Fußboden gucken. Ich finde diese Fliesen nicht so schön. Also, wisst ihr, was ich meine?
wirf den einmal in die Wand, ja genau.